Fahrzeug auf der Basis Leopard 2, das zum Bergen und Abschub von Fahrzeugen und Material sowie als Hebemittel bei der Instandsetzung eingesetzt werden kann. Vielseitig operativ einsetzbar und ohne Gefährdung der Besatzung kann der Bergepanzer aufgrund seiner ABC-Schutzeinrichtung selbst in vergifteten, verseuchten oder verstrahlten Gebieten zum Einsatz gebracht werden. Über eine adaptierbare Gefechtsbergeeinrichtung kann ein Kampfpanzer Leopard 2 über dessen fahrzeugeigene Abschnitteinrichtung selbst während eines Gefechtes geborgen und in die nächste sichere Deckung gezogen werden, ohne dass die Besatzung die Fahrzeuge verlassen müssen. Mit einer Zusatzausstattung ist es dem Bergepanzer 3 möglich, Gewässer bis zu einer Tiefe von 4 Metern zu durchschneiden. Die Bewaffnung des Bergepanzers ist neben den Handfeuerwaffen der Besatzung ein Maschinengewehr MG3, das zum Kampf gegen ungepanzerte Ziele in der Luft und am Boden über eine elektrisch und mechanisch steuerbare Lafette bei geschlossener Luke durch den Kommandanten bis zu einer Entfernung von 1200 Metern eingesetzt werden kann. Fahrgestell und Motorleistung sind im Wesentlichen identisch mit dem Kampfpanzer Leopard 2. Entsprechend seines Aufgabenspektrums verfügt er über ein Kraftstofftankvolumen von 1620 Liter. Der Bergepanzer ist für das Abschleppen von Fahrzeugen mit bis zu 70 Tonnen Gewicht konzipiert. Die Seillänge des Hauptbinnenseils zum Herausziehen vom Berg von Fahrzeugen beträgt 180 Meter. Je nach angewandtem Zugverfahren können Fahrzeuge und Gerät bis zu 105 Tonnen aus ihrer Lage bewegt werden. Die Krananlage kann Gewichte von bis zu 30 Tonnen heben. Durch diese Krananlage und der Fähigkeit, ein Ersatztriebwerk sozusagen hochgepackt mitzuführen, ist der Bergepanzer in der Lage, ein schadhaftes Triebwerk des Leopard 2 innerhalb kürzester Zeit auszutauschen. Das Holzschild von Amun dient als Räum- und Stützanlage. Mit ihm lassen sich in militärischen Operationen Stellung für Kampfpanzer schieben, wobei Kran sowie Bergetätigkeiten wird der Bergepanzer über die Stützfunktion zusätzlich abgesichert. Mit dem Räumschild werden aber auch zum Beispiel bei Hochwassereinsätzen Straßen geräumt. Mechaniker ausgebildet.